heute auf der Theresienwiese ein bisschen rumgefahren und haben Bretter getestet. Von den Longboards hat mir jetzt hier das Madrid am besten gefallen. Das war relativ easy zum Fahren durch den hohen Flexanteil und weil es einen Cutout-Shape hat, kannst du aber auch in den Kurven relativ weit reinlehnen. Das Hosgor von Jo, wenn man es drauf anlegt, dann ist man sehr, sehr schnell unterwegs. Wirklich ein super cooles Teil. Man kann das Ding als Cruiser fahren. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man ist sehr agil und ich würde mit keinem anderen Board lieber in die Arbeit fahren. Für den alltäglichen Gebrauch so ist es vor allem das Surfskate ein super Ersatz und man kann das Surfen auch trainieren dadurch. Also mein Favorite von den Cruisern ist hier das Santa Cruz Deck. Das Geile an dem ist, guter Mix zwischen chillig durch die Straßen fahren und trotzdem noch Skateboard-Charakter. Hat aber Longboard-Wheels mit mehr Grip.